Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Vorletztes Inside Star Citizen in diesem Quartal und vorletztes Inside Star Citizen erstmal von mir. Wer übrigens mit mir in Kontakt bleiben möchte, der kann gerne auf meiner Discord-Community dazukommen. Die habe ich ursprünglich mal für Patreon aufgesetzt, ist jetzt offen für alle und wer dazukommen möchte, wie gesagt, in die Community mit mir in Kontakt bleiben, Informationen einsammeln über kommende Videos, über die Community, über die Star Citizen Entwicklung, wer mir Fragen stellen möchte und so weiter und so fort, kann gerne dazukommen auf meinem Discord-Kanal und den Link dazu, den schreibe ich in die Videobeschreibung rein. Worum geht's heute im Inside Star Citizen? Zum einen um das Mining. Hier gibt es nämlich das Multitool, was von CRG schon vor längerer Zeit angekündigt worden ist. Und das findet jetzt seinen Weg in 3.7 ins Verse. Und damit im Zusammenhang stehend gibt es einen Einblick über die Geräuschkulisse dieses Multitools. Und am Ende eine ganz kurze Randnotiz zum Stand der Verhandlung Crytek gegen CIG. Prospecting, quarrying, mining. Die Suche nach Bodenschätzen, der Abbau von Steinen und Erden, Bergbau, wie immer wir es nennen, das Ausgraben und Gewinnen von Mineralien und Erzen aus großem und kleinem Gestein ist seit langem ein wichtiger Bestandteil von Sandbox-Spielen. Vielleicht ist es der Entdeckerdrang, der dieses Bestreben begleitet. Vielleicht möchte man einfach Verborgenes ans Licht bringen. Oder vielleicht möchte man schlicht mit einem coolen Laser auf Steine schießen, bis sie explodieren und was Glänzendes offenbaren. Was auch immer zutreffend ist, der Bergbau, das sogenannte Mining und das Schürfen von Erzen und Mineralien im Star Citizen-Universum wird sich bald über Schiffe wie der Prospector hinaus in die Hände der Spieler und damit über das gesamte Spieluniversum ausdehnen. Und zwar in Form des First-Person-Mining-Gameplays anhand des sogenannten Multitools. Zusammen mit dem Höhlensystem, dem wahren Inventarsystem und den zu erntenden Entitäten, den sogenannten Harvestables, ergibt sich daraus ein neues Gameplay und eine neue Möglichkeit für Profitjäger aller Art und Profession im Verse Geld zu verdienen. Für schürfbare, abbaubare Erze und Mineralien, sogenannte Mineables, hat CIG das zugrunde liegende Gameplay ein wenig vereinfacht. Zuallererst benötigt man besagtes Multitool, das man sowohl in seiner Grundform kaufen kann, als auch dazu passende Erweiterungen. Wie vieles andere auch, kann man das Multitool im Mobiglas anpassen. Offensichtlich ist das Multitool nicht dafür gedacht, riesige Asteroiden aufzubrechen, genauso wie große Schiffe wie die Prospector keine winzig kleinen Einschlüsse aufbrechen kann, ohne diese sofort zu zerstören. Um solche kleinen, wertvollen Einschlüsse ausfindig zu machen, ist die sicherste Wette die, sich in ein Höhlensystem zu begeben. Diese Höhlen sind für das Radar unsichtbar, man muss also seine Augen nutzen, um sie finden zu können. Radar to find this, you'll have to find them just using your eyeballs. Das System selbst funktioniert ähnlich wie in der Prospector. Sobald man ein schürfbares Erz entdeckt hat, scannt man es und erhält alle notwendigen Werte wie die Stabilität, Widerstandswert und seine Masse. Dann muss man die Werte beim Schürfen im Auge behalten, ganz nach dem Vorbild der Prospector. Nur, dass man es hier etwas einfacher gestaltet hat, mehr basierend auf Symbolen als auf Daten. The breaking of the rock, the fracturing functions exactly the same.
But once you break it into pieces, you'll get crystal shards falling off on the floor. And instead of actually using a tractor beam to scoop them up, you can actually... Einen Extraktionsvorgang gibt es natürlich nicht. Sobald man das Gestein aufgebrochen hat, fallen die Kristallstücke zu Boden, die man dann seinem Wareninventar hinzufügen kann. Das wird jetzt hier eingeblendet. Man hat also die Möglichkeit, 8 Objekte seinem Wareninventar, was später eine Komponente des persönlichen Inventars sein wird, hinzuzufügen. Was ich hier spontan nicht erkennen kann, ob es eine Möglichkeit gibt, kleinere Objekte quasi zu stapeln, wie man das zum Beispiel aus SteamWorld Dig kennt. Die Anzeige in der Mitte des Kreises lässt aber zumindest die Vermutung zu. Was uns hier aber erzählt wird, ist, dass es später spezielle Anzüge geben wird, die mehr Tragekapazität haben werden. Dafür haben sie dann in anderen Bereichen schlechtere Werte, wie zum Beispiel Schutz- oder Bewegungswerte, interpretiere ich mal. Der Verkauf der gesammelten Edelsteine funktioniert dann später genau wie bei den Waren über die Handelsterminals. Da es sich um Edelsteine handelt, können sie nicht weiterverarbeitet werden, sondern schlicht gesammelt und verkauft. Solche kleinen, wertvollen Einschlüsse wird man aber nicht nur in Höhlen, sondern auch auf Asteroiden finden können. Other ways of getting FPS mining in FPS is either on asteroids. Basically, once you find them in your ship, you'll have to get out of your ship, EVA there, and there's a risk involved because you might get caught. You will extract the Bevor man sich also mit seiner Prospektor daran macht, solch einen Gesteinsbrocken komplett aufzubrechen, sollte man einen Weltraumspaziergang in Erwägung ziehen, um feststellen zu können, ob sich nicht solche kleinen wertvollen Details daran finden lassen. Die sind zwar schwer auszumachen und eher selten, aber in jedem Fall vergleichsweise wertvoll. In the rare case that there will be some explorers out there that come without bringing a multi-tool or they didn't just get the money to buy one yet. Für den Fall, dass man kein Multitool dabei hat, sei es, weil man es vergessen hat oder schlicht kein Geld für dessen Kauf, dann kann man trotzdem in die Höhlen hinabsteigen und Loot dort finden. Und zwar kommt hier das Harvestable-System zum Einsatz, das nicht nur Früchte an Pflanzen spawnt, sondern auch hier und dort Gegenstände in den Höhlen, wie diese Platine hier. Aber nicht nur in den Höhlen. Überall im Verse wird es zukünftig etwas zu sammeln geben, seien es Objekte, Früchte oder Pflanzen. Sogar Überreste toter Tiere wird man finden können. All diese Dinge werden hoffentlich eine Menge Gameplay und Gewinn ins Spiel bringen in mehrfacher Hinsicht. What do you think is more profitable to squeeze into your backpack and what makes sense for you? Last week we explored the process of creating the proper sounds. Im Inside Star Citizen der vergangenen Woche haben wir kennengelernt, wie CIG die Höhlen mit Geräuschen füllt. Schauen wir uns heute also an, wie sich die Geräusche des Mining Vorgangs beim Multitool gestalten. Brought down to a more personal scale. For the FPS mining tool itself, we've kind of gone for a sci-fi approach. Das Multitool sollte auf der einen Seite futuristisch, auf der anderen Seite wie ein real zu nutzendes Werkzeug wirken. Also nicht zu abgefahren wie bei Star Trek oder ähnlichem. Wie auch beim Vorbild der Prospektor versucht man den Energielevel audiovisuell wiederzuspiegeln. Das Prinzip ist das Bekannte. Zu viel Energie zerstört den Gesteinsbrocken, zu wenig bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Die Geräusche spiegeln also den Zustand des Gesteins wider und auch, ob man die Arbeiten korrekt durchführt. Hält man das Multitool nicht auf den korrekten Punkt des Gesteins, wird man das auch über das erzeugte Geräusch hören können. In diesem Spiel arbeitet man auf einem sehr hohen Realitätsgrad, etwas, auf das CIG sehr stolz ist. Das bricht sich herunter bis zu einfachen Aktionen, wie zum Beispiel das Pflücken einer Frucht. Jedes Element, jedes Detail soll sich auch aus der Audioperspektive widerspiegeln. Ob es ein trockenes oder feuchtes Objekt ist, eine weiche Frucht, ein harter Stein, hat es Wurzeln, muss es also aus der Erde gezogen werden oder pflückt man es vom Baum, wirft man es auf den Boden, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit, legt es oder rollt es, je nach Masse des Objekts und so weiter. Für jede kleine Veränderung möchte man ein entsprechendes Geräusch hinterlegen, das einen noch mehr in die Spielwelt hineinzieht, die Immersion erhöht.
It's really about just getting a very high level of detail and supporting the immersiveness of the game and making the player feel that they're grounded to the object that they're interacting with. So what we learned this week? Das war's auch schon für diese Woche. Zum Abschluss eine kleine Information zum Stand Crytek gegen CIG. Man hat sich jetzt geeinigt, den Verhandlungstermin auf den 16. Juni 2020 zu legen. Diese sehr lange Zeit möchten die Verhandlungsparteien nutzen, den Programmcode ausführlich zu studieren, um zu prüfen, ob darauf basierend Vertragsverletzungen vorliegen. Und zum Ende des Inside Star Citizens gibt es noch ein Video zu den Höhlen und der damit verbundenen Spielelemente, die mit Alpha 3.7 ins Spiel kommen werden. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers.